TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. In Australien wird ja der König gesucht und wir gleichzeitig, wir haben einen König verloren, wahrscheinlich einen der größten, und zwar den König von Mallorca. Jürgen Drews macht zu. Der geht in, ja, Onkel Jürgen, hört auf! Wer hat's gesehen, die große Abschiedsshow? Hand hoch. 2,5. Es gab die große, große Abschiedsgala, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe es mir angeguckt und diese Gala war so kacke, dass selbst eine Zeitung schrieb, das hat Jürgen nicht verdient. Wirklich wahr. So, und deshalb haben wir hier von TV Total gesagt, das muss besser gehen. Und wir haben jetzt, wie ich finde, die richtige Abschiedsgala für Sie zusammengeschnitten. Ein Bett im Kornfeld. Sommerabend, über blühendem Land, schon seit Mittag. Am Straßenrand, bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, beginnt der Mann. Ist das schön! Ich fange gleich an zu weinen, weißt du das? Mehr kommen wir da echt nicht rausholen. Mehr kommen wir da, deshalb mein Tipp, Onkel Jürgen, wenn du noch mal richtig Abschied feiern willst, komm zu Pro7, hier sind die Geilen. So. Dann gibt es was anderes Neues, und zwar Lord Valium von Schnarchistan, Olaf Scholz. Der hatte auch wieder einen wichtigen Termin, aber er wurde nicht verabschiedet. Nicht, dass Sie sich freuen. Nein, nein. Er musste Bierfotos machen und zeigte sich da wirklich, wie ich finde, von seiner besten Seite. Als am Mittag alle auf Antworten von Bundeskanzler Scholz warten, genießt er gerade den Höhepunkt seines Ortstermins. Egal, was andere darüber denken. Wir sollen nicht trinken. Das ist das Schönste, was ich von ihm gesehen habe. Doch, das machen wir. Das Bier zieht sich durch die Geschichte der SPD. Ne? Alle großen Kanzler haben irgendwas mit Bier. Hol mir mal eine Flasche Bier, nee, ich trinke hier. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Wie mächtig muss man sein, um dem Kanzler zu sagen, no. Wahrscheinlich hat aber Daniel, danach hat unser Kanzler erstmal das Bier geäxt, laut gerülpst und gesagt, Scholz. Dankeschön. Ein weiterer Herr, der mir sehr am Herzen liegt, meine Damen und Herren, Sie kennen ja diesen Mann. Die Polizei will aufrüsten, sich gegen Angriffe von Randalierern wehren. Pfefferspray und Schlagstock reichen nicht. Erkennen Sie nicht die beiden Waffen? Pfefferspray und Schlagstock. Jens Olesen, der Mann, der sich besser versprechen kann, als ich reden. Ja? Der Mann, für den es keine falschen Sätze gibt, es gibt nur neue Wörter. Und sein Moderationsstil, der findet mehr und mehr Anhänger. Ja? Ich glaube, der wird mittlerweile auf Journalistenschulen gelehrt, weil anders kann ich mir sonst diesen Ausschnitt auch nicht erklären. Es kamen rund 250 Personen.
Nicht zu unterscheiden ist eine Schreckschusswaffe von einer richtigen, womöglich scharfen Waffe. Versuchen Sie das Wort mal so zu sagen. Schreckschusswaffe? Schreckschusswaffe ist fast so schön wie Pfefferfußball. Ich glaube, die dürfen da erst ab 2 Promille moderieren. Sollten wir auch mal einführen. Aber ich finde, das wertet die Nachrichten im Dritten total auf, oder? Die sollten, ich finde auch im Hauptprogramm, ARD, ZDF, immer so. Wird natürlich nur getoppt von den Privaten. Ja, und zwar von der Königin der Sätze, die kein Mensch versteht. Schön, dass ein royaler Hinkel das verdient nicht. Bis heute wissen wir es nicht. Ich bin ja, mein Herz schlägt ja für Moderatoren und Reporter. Sehr schön finde ich übrigens auch die kennen Sie mit Sicherheit auch, die alles gesagt haben. Die haben ihre Moderation beendet, aber die Kamera bleibt drauf und nichts weiter passiert. Ihn hier zum Beispiel nenne ich ab sofort den Mr. Bean von Phoenix. Das ist ja immer in so einer Ménage à trois sozusagen, in so einer Ampelkoalition ganz interessant zu sehen, welche Mini-Koalitionen da losgehen. Diese Antwort, Claudia, müssen wir uns aufheben für später, denn die Pressekonferenz fängt an. Der stille Abgang, nenne ich dieses Bild. Zweites Highlight, also die ich besonders schön finde, die Moderation, das sind die Schalten, ja, also zwischen Reporter und Moderator, die nicht so ganz so verlaufen, wie man es eigentlich gedacht hat. Und dann versucht einer von beiden, das total unpassend zu überspielen. Und in Berlin begrüße ich jetzt den Chefredakteur der Zeitung Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Ist ein Online-Auftritt, keine Zeitung, aber ist okay. Gut, dass Sie das korrigiert haben. So, das haben Sie ja sehr richtig. Sie müssen mal auf die Lache von ihm achten. Weil ich sage Ihnen, der wird ein Star. Ja? Der hat ihn einfach ausgelacht. Können wir das noch einmal sehen? Ich sage Ihnen, das ist Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, ist ein Online-Auftritt, keine Zeitung, aber ist okay. Gut, dass Sie das korrigiert haben. Oder? Nja, nja. Nja, nja, nja. Das ist das Arroganteste, was ich seit der Trigema-Werbung jemals gesehen habe. Noch nicht mal eine Zeitung. Oh, danke, dass Sie mich korrigiert haben. Das ist auch so, bläh, ne? Nehmt diesen Rüppel weg. Ich glaube, es war ein Machtkampf und er hat gewonnen. Mit Obacht. Auch eine schöne Sendung. Das müssen wir wirklich nicht gucken. First Dates. Guckt irgendeiner First Dates? Das würde mich interessieren. Hand hoch. Wer guckt First Dates? Warum? So viel Freizeit kann man nicht haben. First Dates. Also für alle, die nicht wissen, was das ist. First Dates ist eigentlich für die, die zu blöd sind fürs Tindern. Da trifft sich die Resterampe der Singles in einem Restaurant. Lässt sich da von einem ADHS-Chefkoch stören und dann tun die so, als stünde da kein Kamerateam. Kurz zusammengefasst. So, das alles hilft aber nicht, denn man merkt relativ schnell, du, bei denen brennt aber auch nicht auf jeder Etage Licht. Wie viele Kinder willst du haben später? Oh, gute Frage. Also ich würde jetzt mal zu 2 tendieren. Ja, würde ich auch sagen. Aber es muss auf jeden Fall ein Junge dabei sein. Ja, ich hätte gerne Jungen. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte gerne Jungen. Echt, ja? Das ist gut. Ich habe tatsächlich auch schon einen Namen für den Jungen. Ja? Mhm. Meinen eigenen. Frithjof. Ganz... Was habe ich gerade gesehen? First Date, First Sentence, ich hätte gern einen Jungen, ich weiß schon, wie der heißt. Dankeschön, auf Wiedersehen. Also was ist denn das? Wir können ja froh sein, dass Sie nicht sofort den Jungen da gemacht haben. Eklig. Und dann soll das arme Kind Frithjof heißen. Frithjof, ist jemand anwesend, der Frithjof? Hast du dich gerade gemeldet? Frithjof hört sich für mich wie Ikea-Regal an. Wo eine Schraube fehlt.
Das zweite Kind soll übrigens auch Fridtjof heißen. Das ist eine Tochter. Und sie muss sich auch noch umbenennen. In Fridtjof. Die gesamte Familie heißt dann Fridtjof Fettköter. So sollen die heißen. Das wär meine Traumwelt. So, aber nicht alle Kandidaten lassen den Psychopathen direkt raushängen. Es gibt auch ein paar, die wissen so ein bisschen, was sich gehört. Jetzt ist die Frage, essen wir mit Fingern oder nicht? Ich hätte es erstmal mit Messer und Gabel versucht. Es wäre mit den Händen essen, finde ich, gehört sich erst so auf dem zweiten Date. Das ist doch geil. Ne, sie lachen, ich stelle mir dann die Leben von denen vor, weißt du? Erstes Date kannst du alles machen. Knattern, rumlecken, was weiß ich. Ein Fridtjof, keine Ahnung. Spare-Ribs gibt's aber noch nicht. Spare-Ribs erst ab dem zweiten Date. Und dann frage ich mich, was machen die beim dritten Date, die Ferkel? Knattern vorbei, mit den Fingern essen vorbei. Was machst du da? Die Beziehung würde ich gerne verfolgen. Ja. Wenn sie zum ersten Mal mit den Fingern essen. Ich werde vom Erzählen schon ganz wuschig. Oder hungrig, ich weiß es nicht. Auch gegessen wurde übrigens bei The Real Life. The Real Life auch, ja, so eine Sache. Also da haben die besten Fernsehfreunde Deutschlands zusammen Weihnachten gefeiert. So, und da gibt es auch Alessia Herren. Und die bekam ein Buch geschenkt. Soweit die Fakten. Allein, dass Alessia Herren ein Buch geschenkt hat, bekommen hat, finde ich schon mal witzig. Lass es. Aber jetzt achten Sie mal drauf, wie sie den Buchtitel ausspricht. Ich hab dich beim Schrott bestellt. Viel Spaß damit. Vielleicht ist es auch was für dein Kind, weiß ich nicht. Oh, danke. Kein Bilderbuch. Ach du Scheiße. Ich hab mir so ein Kackende Pferde. Nochmal für alle. Kackende Pferde. Wer kennt ihn nicht, den Roman? Der von dem Weg eines Pferds zum Schlachthof handelt. Kackende Pferde. Was für ein Kackende. Kackende kannte ich bislang nur vom Game of Thrones Finale. Aber okay, ich lerne auch dazu. Es gibt auch noch weitere Bücher, sehr gute Bücher, wie zum Beispiel Spielende Kinder. Reisende Menschen. Ich glaube, es ist über China. Und natürlich Trinkende Karnevalisten. Was machen Kackende Pferde? Was machen Kackende Pferde? Warte mal. Ich weiß es. Große Scheiße. Ganz große Scheiße. Ja, doch. Bleiben wir aber, meine Damen und Herren, bleiben wir bei Literatur. Prince Harrys Biografie sorgt gerade ganz schön für Wirbel. Also man kann sagen, die Marketingstrategie, die geht voll auf und wir leben inmitten eines Harry-Hypes. Das noch neue Jahr hat den ersten Skandal. Prince Harry, a.k.a. Nazi Harry, rechnet in diesem Buch mit seiner royalen Familie ab. Schon vor Jahren hat er England mit Meghan und ihren Kleiderkisten verlassen, nachdem sich die fiese englische Presse auf seine Frau eingeschossen hatte. Das Gute ist weiß oder zumindest hell. Und das Böse ist schwarz, beziehungsweise dunkel. Finde ich eine riesige Schmutzigkeit. Das Ziel der beiden, L.A. und das lockere Leben an der Sonnenküste Kaliforniens. Statt spießiger Konzertabende in London, hieß es jetzt Showtime. Doch schon die Ankunft zeigte, dass sich nicht alle Amis auf die beiden Promi-Neuzugänge freuten. Noch nicht mal bei großen Hollywood-Events waren sie willkommen. Wer hat sie hier eingeladen und woher kommt die Kohle, warum sie hier sind? Dazu die Geldsorgen. Vor allem Meghan, die es sich bekanntlich gerne gut gehen lässt, sorgte dafür, dass die Ersparnisse dahinschmolzen. Da halfen auch Harrys Sparmaßnahmen nix. Und so begannen die beiden, ihre Geschichte zu verhökern. Erst auf Netflix und jetzt eben das Buch. Aus Prinz Harry wird Dirty Harry. Dass sich die beiden Ladies nie verstanden, ist ja bekannt. Ich würde nie wieder mit dort anfangen. Der Buckingham Palace schweigt. Selbst Insider geben keine Infos weiter. Wir wissen etwas, was ihr nicht weißt. Dass Harry sogar mit seinem Bruder gebrochen hat, war vielleicht ein Fehler. Denn immer mehr Menschen schlagen sich auf Williams Seite. Der Willi, der hat auch viele mehr gute Seiten eigentlich
wie er seine schlechten Seiten ins gute Licht versucht zu rücken. So. Wie sagt der vornehme Engländer? That was it. Genau. Aber wir werden natürlich weiter für Sie die Folgen von Harrys Buch genau beobachten. Bis dann. So, wir hier gehen ganz schnell die Werbung. Wir brechen unsere Mann, wir brechen unsere Mann, hier neue Jahresvorsätze. Und es gibt den einzig Wahnbericht aus Lützerath. Von unserem Azubi an der Abbruchkante. Dranbleiben.